dich und willkommen zu einer neuen Folge. Ich frage, ob es losgehen kann. Es juckt mich aber nicht, Kian. Junge, bildet es immer. Andi könnte um 4 Uhr einfach die Folge starten und ich wäre bereit. Um 4 Uhr. Alter, fresh. Das mache ich demnächst mal. Ich rufe bei dir an und sage, willkommen zu einer neuen Folge. Ja, da bist du. Jo, ich bin dabei. Wenn ich das aufnehme, dann bin ich sauer. Kian, ich habe gehört, wir wollen hoch hinaus. Was? Lol. Ja, mach mal so 4. Alter, das sieht ein bisschen episch aus, finde ich. Ja, das ist auch einfach geil. Nee, mach mal 5 oder 4. Ja, so 4. Wir müssen die Base erstmal bauen. Ich steck doch nicht, bevor wir die Base nicht fertig haben. Ja, die ist doch fertig. Nein. Ich finde die schon ziemlich gut. Und die Leute haben recht, es sieht, glaube ich, cooler aus, wenn man den Stone Slab auch mit Cores macht. Weil so sieht es so edel schon aus. Was? I'll show you. Wie heißt denn Cores Dirt überhaupt? Cores Dirt. Ich hatte, glaube ich, die Nummer. Was sind 3, diese blaue 1. Säulen hier? Zürn. Oh, wer hat denn hier gearbeitet? Oh Gott. Kian, stop. Stop! Hammer time! Komplett aus dem Kontext gerissen. Du bist dein Slab. So. Gehst du euch in den Warcraft-Film? In den was? Also ich gehe da rein. Warum guckst du dir den an? Also jetzt mal ehrlich. Weil ich die Story von dem Spiel und von dem Universum fucking Story awesome finde. Ohne Witz, das ist eines der Spiele mit der besten Story. Das vor allem fucking, für ein Strategiespiel. Das ist ein fucking Strategiespiel, Alter. Und die Story ist einfach... Junge. Ja, okay, ich hab nichts gesagt. Ja. Ist in Ordnung. Schweige. Komm mal klar auf. Schweige, Ungläubiger. Bruder. Ey, Bruder. Komm mal klar auf dein Leben. Sonst kreuzt sich der brennende Kreuz. Wenn sich noch zurück sind, wie er damals Warcraft 1 mit seinen Homies immer auf Alan gezockt hat. Du weißt schon, dass Warcraft 1 storytechnisch so viel nichts mit Warcraft 3 zu tun hat. Das war ganz schön krass. Damals, an diese Retro-Gamer-Zeiten. Hä? Wieso denn? Ich hab halt damals Warcraft 3 gespielt. Tut mir leid, dass ich damals gut war in dem Spiel. Hey. Wann warst du denn da gut drin? Vielleicht gut da drin, gegen die anderen 12-Jährigen zu spielen. Hey, bist du behindert, Alter? Ich war wirklich gut da drin. Ich möchte fast sagen, dass man als 11-Jähriger nicht gut sein kann. Ich war damals nicht 11. Stimmt, du warst eher so 10. 11,5. Nein, ich war... Hey, ich hab das... Mit 15, glaube ich, das erste Mal gespielt oder 14. Als ob, Andi. Hä, doch, ich hab mir das für 9,99 bei Staples gekauft. Das weiß ich noch ganz genau. Andi war halt so ein richtig harter Illegaler. Hä, wieso? Meine Mutter war sogar dabei, du Spacken. Ja, war das nicht ab 16? Ja. 16? Also ich könnte wetten, das ist das most pirated game of the world. Nein. Das ist wahrscheinlich. Ja. Weinst du? Ja. Oder? Ich glaube, das ist CSS. Vielleicht ist es auch noch was anderes. Okay, dann fällt dir noch irgendwas ein, was auf jede Etage muss. Klo. Ten most pirated games of all time. Also die most pirated series ist Game of Thrones, glaube ich. 4,27 Millionen Downloads. Call of Duty Black Ops. Ernsthaft? Ja, danach Modern Warfare, danach Bad Company 2, danach Mafia 2, Mass Effect 2, Sims 3, StarCraft 2, Prototype, Need for Speed Shift. Ja, ich weiß nicht, ob das so richtig stimmt. Sorry, das kann ich nicht glauben. Ist abgelehnt. Fuck! Nani, was hast du kaputt? Andi, ist nicht dein Ernst. Mach an, du. Fuck. Ich hab die Seele rasiert. Wir gucken einfach mal nicht, was das für Folgen hatte. Ich glaube außer Frames nichts. Und bei Frames nur manchmal. So, die Höhe ist gut? Wenn sie gerade nee, das ist doch viel zu viel. Finde ich nicht, finde das sieht gut aus. Andi, ist viel zu viel. Andi, der Baukran. Das sieht aber gut aus. Andi, das Buch, Alter. Ich hab keinen Bock mehr auf Andi. Irgendwann schneiden wir ihm seinen Schwanz ab, dafür, dass er hier alle Etagen vermurkt. Das muss höher sein! Hä, hey, das hab ich doch nicht gesagt. Ich hab doch gesagt, das sieht gut aus. Wir haben gesagt, maximal 4, eher 3. Eher 3. Ja, wir können doch nicht so einen Mini-Tower hier hinstellen. Alter, Andi, es ist ein Gebäude, es ist kein Tower. Ja, okay. Aber es sieht aus wie ein Tower.
Ach, 4 Etagen sieht doch so witzig aus. Das sind 5, das eine zu viel, mach mal eine kürzer hier. Hey, nein, wir machen 5, Punkt. Nein, eine kürzer noch. Andi, guck dir mal die Gebäude, die wir können es nicht eigentlich verfassen. Halt die Presse und sonst ist es quadratisch. Es ist sonst ein Würfel. Kubisch meinst du? Wir können hier keinen Würfel hinsetzen. Andi, ich kann alles. Okay, der zweite Würfel hin, das sieht halt scheiße aus. Mir auch egal. Ich finde, es sieht super aus. Es ist ein Würfel! Du kannst vor allen Dingen auch noch eine halbe Etage oben drauf bauen. Hä, wie geht denn eine halbe Etage oben drauf? Ja, indem da noch kein Dach ist und ein paar Säulen stehen oder so. Kiel will damit sagen, du baust eine Etage, die noch nicht fertig gebaut ist. Sag mal, bist du so unkreativ oder? Ey, warum machen wir sie denn nicht einfach 5 hoch, wenn die Etage noch nicht unfertig ist? Das heißt, die würde irgendwann draufkommen. Alter, es ist ein Design-Element, du Fee. Ja, so, und jetzt reißt du dir die Hälfte wieder von ab. Ich finde, das sieht gut aus so. Jetzt wird die Hälfte wieder abgerissen. Hey, stopp, Kian, stopp. Bisschen sprengen. Hör doch mal auf. Ja, zieh zum Beispiel das Dach runter und lass den Flieger stehen oder so. Ja, das hab ich doch vor und jetzt hat Dom wieder alles kaputt gemacht. Oh, du bist so ein Mongo. Fliegt die ganze Zeit durch die Luft und macht nix. Ich. Ja, wer sonst? Ja, du. Spacken. So, replace, stone. Andi, Dom, du könntest schon mal anfangen, einen Betonmischer zu entwerfen. Oder ein Kipplaster. Alter. Gott, du möchtest ihn das wirklich machen lassen? Ja, wäre mal ganz tight, weil irgendwas muss halt mal. Ey, ich glaube, ich habe bei Keralis mal sowas in der Richtung gesehen. Keralis. Er wird doch immer selbst kreativ, Dolm. Könntest du auch zum Beispiel als Basis den Truck vom Tanken nehmen, aber nein. Also ich möchte. Du weißt, mit wem wir hier arbeiten, ne, Kian? Ja. Mr. Unkreativ für uns persönlich. Ich bin Mr. Unkreativ, du bist Mr. Unkreativ. Ach so, okay. Okay, dann. Okay. Kreativität prägt sich nicht immer also nur Künstler. Ich dachte, das wäre dein 8er Nachname oder so jetzt. Oder das sowieso. Kreativität ist sein letzter Name, den er jemals bekommen wird. Nein, das ist Tod. Was? Tod. Selbst wenn der Tod kommt, sagt Däum noch, ach, Tod ist doch mein 425, 600 Milliarden, 300.000. Nachname. Vorname. Und sagt der Tod, stirb du Bastard. Ist echt so. Die, Motherfucker! So, denn das. Die obligatorischen sinnlosen Treppen. Sinnlose Treppen, die niemand braucht. La 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 la. Du 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 du. Däum macht nichts. Warum nicht? Weiß ich nicht. Kian, wie läuft es denn mit dem Kran? I'm working on it. You are twerking on it? Was? Mhm. All the time. Twerk. Aha. Also alles ein Monster. Der hat sogar Mähdrescher, aber nicht das, was ich suche. Ein Mähdrescher? Gib's zu, Dom, der war witzig. Excavator, ist das nicht ein Bagger? Ja. Ja, guck dir mal an. Also, bitte nur Impressionen. Ja, aber jetzt nicht alles abgucken. Es fängt ein bisschen low. Ein bisschen low von dir. Okay, du weißt, mit wem du hier redest. Däum. 95. Sein Intro. Ah, okay. Ja, kenn ich. Yo, guys. Boys and girls. This is Keralis. Keralis. Mein zweiter Name ist Keralis. Ah, ich finde immer ziemlich witzig. Da war sogar letztes Jahr auf der Gamescom. War ja. Klar. Lau. Wie ist das noch? Na, dann hast du mittlerweile was. Ja, der macht seine Videos nicht so wie wir, sag ich nur so. Du meinst, du siehst nicht das, was du wissen willst? Ja, also dass er am Anfang erstmal das ganze Ding zeigt. Du hast aber nicht den Look. Zeigt dir da, warum zeigt er denn jetzt ein Schiff in dem Video, wo es um Bagger geht? Weil er das auch cool findet. Seine Homies finden es auch tight. Mindestvertrag Laufzeit. Hier, guck mal, sind das nicht epische Treppen? Guck mal, wir haben ein Haus mit einem logischen Treppenhaus. Epic. So, soll ich den Bug erstmal irgendwo daneben bauen? Das wird eh nicht klappen wegen Buttons und so. Werden Buttons richtig gecopied? Eigentlich schon.
Warum copyst du das Ding einfach? Ja, ich will es erstmal irgendwo hinbauen. Ja, dann mach doch die Buttons einfach hinterher dran. Smarter Boy, ne? Guck mal, hier aus dem Beton hängen noch Stahlstreben raus. Das ist jetzt aber irgendwie nicht so ein... Weiß ich nicht, ob der hier noch rumfahren würde, so eine Art Bagger. Komm, jegliche Baustellengebäude sind gut, Fahrzeuge sind gut, die tragen zur Atmosphäre bei. Nein, dann lieber ein Betonmischer. Was hat er hier noch? Lawnmower, oh yeah. Holy shit! How to build a tank. Ha, das haben wir bestimmt schon mal vor ihm gemacht. Ja, wir haben sogar einen funktionierenden Tank, Bitch. Bitch! What you gonna do about it? Okay, wie findest du das aus mit dem... sieht das aus mit den raushängenden Stahlstreben? Warte. Ich bin geteilter Meinung. Ich muss erstmal was copyen. Yo, Bitch. Vor allem, wieso macht der denn Baututorial im Shader? Dann kann man richtig schlecht alles erkennen. Ja. Seine Homies finden es auch toll. Ja, I acquire meaning. I come in. I came in like a Kilian. Der Kran hat keine Führerkanzel. Ja, das muss noch kommen. Ich weiß. You rack him. Ja, ich weiß nicht. So sieht's. Also macht lieber so halb irgendwie dann nur, dass irgendwo fehlen noch die oberen Streben oder so. Und außerdem hast du jetzt noch eine Etage wieder drauf. Hä, hab ich nicht. Lüg nicht. Hä, hab ich nicht. Es sind 4 plus die obere. Ja. Lern zählen, Bitch. Andi, warum das Material unterscheidet sich? Das kann ich nicht zulassen. Hey, was für ein Material unterscheidet sich denn jetzt schon? Guck mal, hier sind die Querstreben aus der. Nein, das andere ist quasi schon in Beton gegossen. Und das Plastik. Nein, das ist sozusagen noch der Stahl, der rohe. Und der wird quasi in den Beton mit hineingegossen. Ja, okay. Was ist denn? Was ist denn? Muss halt besser, Bitch. Yo, Bitch. Kian. Nein. Irgendwie habe ich gerade Angst, dass sich gleich mein Betonmischer nicht großartig von einem Tanklaster unterscheiden wird. Das ist nicht schlimm. Ist ja eigentlich auch reell. Erstmal machst du das Führerhäuschen anders. Da muss eine Motorhaube dran. Hä, sowas gibt es voll selten in Deutschland. Das sieht aber cool aus. Das erinnert an einen Betonmischer. Es sieht jetzt schon mehr nach Betonmischer aus. Dann machst du die Kabine ein bisschen kleiner. That escalated. So. So. Das sieht schon fast aus wie ein Beton. Und gleich, hä? So klein bist du? Are you taking drugs? I still need to drive that shit. Das sieht irgendwie komisch aus. Ja, du hast es verkackt, Anni. Mach es wieder normal. Warum? Alles war besser, als ich es gemacht hatte. Nein. Ja, danke. There is only one solution to shit. Das Gefühl aus ist viel zu groß. Nein. Doch, Betonmischer müssen niedlich und klein aussehen. Hast du sonst nichts zu tun, sonst mach die Fahrerkanzel vom... Nein, ich habe wirklich sonst nichts zu tun. Ja, dann mach die Kanzel vom... Nein, ich design das Gelände hier weiter. Ja. Stehen Crafting Benches in einem Gebäude? Du kannst noch so Kieshaufen machen und... Oh, Kieshaufen, da bin ich ja richtig heiß drauf. Irgendwelche Schächte, wo so gerade noch ein Rohr verlegt wird. Da fickt ein Bauarbeiter eine Frau. Der war richtig low. Der war sowas von low, bis es schon wieder hoch war. Ich fand die gar nicht so kacke. Endlich mal die. Was macht Däum eigentlich? Nichts. Da kommt der baut Videos den Bagger. Von Corellis an, ne? Ich baue doch gerade den Bagger. Von Videos von Corellis. Yo, my friends, my name is Corellis. And today I'm gonna build something awesome. Ah, oh, der Mensch ist schon toll. Das ist aber richtig geil. Wir haben es jetzt eigentlich mal endgültig abgeschlossen, welche Nationalität er hat. Ja. Undisclosed. Undisclosed Desire. Ja, Dolm, was ist er denn jetzt? Schwede oder Pole? Beides. Er ist schwedischer Pole. Er ist quasi ein klauender Wikinger.
Nee. Mann. Kia, weißt du, was hier auch noch hin muss? Hier müssen Baucontainer hin. Gute Idee. Aus welcher Farbe bauen wir den Baucontainer? Ah, ich habe eine richtig gute Idee. Die ist aber so gut, die wird deinen Mind blowen, mein Freund. Die wird deinen Mind blowen. So, aber ich würde sagen, wir beenden auch schon wieder die Folge. Okay, also gönnt euch ein Abo, dann lasst bleiben. Bis zum nächsten Mal.